Wir machen heute aus diesem Sound diesen Sound. Das heißt, wir wollen Sounds fetter und klangreicher machen. Und dafür verwende ich so gut wie immer Modulationseffekte. Zum Beispiel ein Chorus auf die Gitarre kennst du bestimmt von vielen 80er-Sounds. Und welches bei diesen Modulationseffekten meine Favoriten sind, das zeige ich dir jetzt. Ich habe hier einen relativ statischen Synthesizer-Sound und der klingt alleine so. Ganz nett, aber jetzt nicht so der absolute Wahnsinn. Ich habe hier nur noch einen Bass dazu gemischt und ein bisschen Hall dazu gemacht, dass wir einfach so ein bisschen besseres Fundament haben unten. Klingt schon besser, aber ist immer noch viel Verbesserungseffekt und deswegen gehen wir jetzt gleich zum ersten Modulationseffekt und das ist der Chorus. In Logic ist das relativ einfach aufgebaut. Ich habe hier die Rate oder die Frequenz, das heißt, ich kann Geschwindigkeit oder Frequenz der Modulation bestimmen, die Intensität, also wie stark wir sie hören im Prinzip, und ich kann sie dem Originalsignal hier nochmal per Mix dazu mischen. Probieren wir das einfach mal aus. Ich mache erst nochmal das Originalsignal und dann fahren wir den Chorus langsam zu. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum ich Modulationseffekte so liebe. Kommen wir zu Beispiel Nummer 2. Das ist jetzt ein kleines bisschen Logic-spezifisch, aber andere DAWs haben vergleichbare Plugins und das ist Ensemble. Das ist jetzt sozusagen ein Chorus auf Steroiden. Mit ihm kannst du wirklich sehr komplexe Modulationen erzeugen. Ich habe hier 2 LFO-Filter und einen Random-Filter. Ich kann hier bis zu 8 Stimmen einstellen, die ich untereinander kombinieren kann. Und hier habe ich wieder meinen Output-Mix, wo ich wie beim kleineren Chorus, wie beim kleinen Bruder sozusagen, das wieder dazu mischen kann oder den Anteil dazu mischen kann. Zusätzlich habe ich hier noch ein Stereo-Spread, das heißt, ich kann das Signal oder die Stereo-Breite dieses Synthesizer-Sounds hier auch nochmal verbreitern. Probieren wir mal ein bisschen rum damit. Du hörst also sehr dicht dieses Wabern durch die 2 unterschiedlichen LFO-Filter. Kannst ein sehr dichtes Klangfeld erzeugen. Das war jetzt ein bisschen viel hier im Output-Mix durch diese 70%, die ich hier hochgefahren habe. Die Stereobreite gefällt mir auch ganz gut. Und ich versuche jetzt nochmal über die Voices hier, ich versuche nochmal mehr Voices, also mehr Stimmen dazu zu schalten und den Output-Mix ein bisschen runterzufahren, sodass wir es nicht ganz so übertreiben, dass wir ein gutes Klangergebnis bekommen. Auf jeden Fall auch eine spannende Variante. Kommen wir zum nächsten Modulationseffekt und das ist der Flanger. Der Flanger arbeitet ähnlich wie der Chorus, allerdings sind die Verzögerungszeiten kürzer. Beim Chorus sind so 30 Millisekunden, hier sind es so zwischen 1 und 10, glaube ich. Und diese Verzögerungszeiten werden beim Flanger variiert. Ja, beim Chorus bleibt die immer gleich, diese voreingestellte Verzögerungszeit des gesplitteten Signals. Und hier beim Flanger variiert sie ständig. Dadurch entsteht ein sehr unnatürlicher, schwebender, unruhiger Sound, was dann nochmal einen anderen Klangcharakter hat. Du hörst also hier diese
Artefakte, die hin und her flangen sozusagen. Und ich kann jetzt auch hier wieder, wie beim Chorus mit der Raid, übertreiben. Dann wird es zu abgefahren irgendwann. Wird dann schnell zu viel, ne? Aber auf jeden Fall auch sehr interessant. Übrigens, falls dir diese Tipps hier gefallen und du vielleicht neu bei Logic bist, noch nicht so lange Musik produzierst oder von einer anderen DAW zu Logic gekommen bist, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du mit Logic arbeiten kannst und insbesondere, wie du deinen Workflow massiv beschleunigen kannst in dieser DAW und wie du sie individuell für dich und für deinen Arbeitsstil einrichtest. Das ist ein PDF, das hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Logic Workflow Checkliste, 10 heiße Tipps, unbedingt empfehlenswert. Habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du sie dir runterladen. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Effekt, dem Phaser. Der Phaser ist wesentlich komplexer. Du siehst hier, dass ich hier 2 Frequenzen verschieben kann. Ich kann die mischen und ein Phaser arbeitet mit Phasenschiebern. Meistens bis zu 12. Das ist hier diese unterschiedlichen Stages, nennt es. Zu Deutsch heißt es Stufen. Das heißt, ich kann diese Frequenzen hier zeitlich unterschiedlich verzögern. Ich kann sie hier noch mischen, also welche Frequenz ich lauter hören möchte im Mix. Und ich kann die Verzögerungszeit bestimmen. Lange Rede, kurzer Sinn, probieren wir das einfach direkt mal aus. Das ist hier deutlich gehört, wie ich diese beiden Frequenzen hier unterschiedlich eingestellt habe und auch unterschiedlich verzögert habe in der Zeit. Und hier kann ich sie dem Mix in unterschiedlichen Anteilen hinzumischen. Machen wir noch hier weiter und probieren jetzt hier diese Stages aus. Also auch hier ein sehr dichtes, spannendes Klangbild und hier hast du wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten. Das ist sozusagen der Lamborghini unter den Modulationseffekten, wenn man mal vom Ensemble jetzt absieht. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Arbeitest du viel mit Modulationseffekten und vor allem, was ist dein Lieblingsmodulationseffekt und worauf setzt du ihn ein? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Das interessiert mich sehr. Mein Lieblingseffekt, den Chorus-Effekt, habe ich dir ja schon gezeigt und ich setze ihn am liebsten auf Gitarren, speziell auf 80s-Gitarren ein. Falls du weitere Logic-Tutorials sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist. Da habe ich, glaube ich, weit über 170 Logic-Tutorials schon drin. Da sind bestimmt noch ein paar hilfreiche für dich dabei. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.